Ein Blumenmeer, ein Experimentierfeld und viele Kulturveranstaltungen, das alles bietet die Bundesgartenschau in Mannheim. Auf dem Gelände eines ehemaligen Depots der US-Armee geht es bis zum 8. Oktober auch um die Zukunftsthemen Klima, Energie, Umwelt und Nahrung. Bei der Eröffnung der BUGA 23 war heute auch Bundespräsident Steinmeier dabei. Mehrere hunderttausend Blumen und Gewächse sind für die Bundesgartenschau in Mannheim gepflanzt worden. Auf einem ehemaligen US-Militärgelände wurden die alten Gebäude für die BUGA umgenutzt. Nach der Schau soll hier ein Naherholungsgebiet erhalten bleiben. Eine Seilbahn verbindet das Hauptgelände mit einem Park, vorbei an einem Panoramasteg mit schönem Ausblick. Auch die Seilbahn wird wiederverwendet. Sie schwebte vorher in den Niederlanden. Nachhaltigkeit ist mehr als Gärtnern, sagt der Bundespräsident bei der Eröffnung. Eine Gartenschau, das ist vielmehr Ermutigung und Verpflichtung. Hier wird uns buchstäblich die grundlegende menschliche Aufgabe vor Augen geführt, unsere Welt zu bewahren, zu hüten, behutsam zu gestalten. Bis kurz vor der Eröffnung haben hunderte Mitarbeitende die Wege und die Blumenhallen fertiggestellt. Das Team von Chefgärtnerin Lydia Frotscher hatte mit Zeitdruck zu kämpfen. Wenn man das monatelang und jahrelang plant und es steht dann da, es ist einfach ein ganz tolles Gefühl. Ich kann nur hoffen, der Besucher sieht es genauso, ja, dass der genauso viel Freude dran hat. Nicht nur an Blumen, sondern auch an mehr als 1000 Kulturveranstaltungen. Ein Orchester aus Israel mit deutschen Elektroklangkünstlern und mit José Oliver erstmals ein Blumenhallendichter, der zeitweise auf der Bundesgartenschau wohnt und mit den Menschen Gedichte schreiben will.